Hallo Leute, ciao von Andrea Unger. So, erstmal vielen Dank für alle neuen Abos, für alle neuen Zuschauer. Ich habe das Video mit Lars gedreht und es hatte einen riesengroßen Erfolg. Ich hatte niemals so viel erwartet. Also neue Besucher, neue Kommentare, neue Abos, neue Klicks. Wirklich super, super, danke. Ich kann nur sagen, danke an euch alle, danke an Lars. Und danke an alle, die sich die Mühe gaben, hier einen Blick zu werfen. Ich habe natürlich auch im Video von Lars und in meinen Videos, wo so viele Leute jetzt gekommen sind, alle eigentlich Kommentare gelesen. Und es war toll, da ich irgendwie in den Kommentaren gesehen habe, dass es, kann ich sagen, so drei wichtige Themen besprochen werden. Also diese drei Hauptthemen habe ich in diesen Kommentaren irgendwie gefunden. Nicht genau diese, die ich jetzt sage, aber ab und zu kommen dieselben Sachen zusammen. Okay, ich will jetzt mal diese Themen analysieren. Das erste ist, ob heute oder generell, ob Algo-Trading wirklich erfolgreich ist. Kann man wirklich Geld verdienen und wie viel Geld kann man verdienen? Dieses Thema habe ich schon mehrmals natürlich kommentiert in anderen Videos. Aber die Neugierigkeit von den Leuten kommt, wo kann ich sehen, ob du, ich meine ich, Andrea, wirklich so gut bist? Ja, du hast die Wettbewerbe gewonnen und so weiter, aber das ist ja eine alte Geschichte. Funktioniert heute noch? Es ist nicht das übliche Thema, du kannst nicht mehr Geld verdienen in den Märkten, jetzt bist du ein Coach. Nein. Aber generell, die Frage ist, weil man neugierig ist, also man will wissen, ob es funktioniert. Erstens bei mir und dann bei anderen. Um das kann ich dir etwas zeigen. Ich habe schon ein Video über mein 2019 gezeigt. Das war ein erfolgreiches Jahr auf meinem Hauptkonto. Aber ich habe auch andere, kleinere Kontos gearbeitet, eigentlich meistens zwei, kann ich sagen, bei der Workup Advisor. Das ist ein Team in den USA, wo man auf Real Money Konten arbeiten kann und wenn jemand will, kann als Follower dieselbe Trades bekommen. Diese Performances sind offiziell und sind audited, also es gibt eine Überwachung, dass alles sauber ist. In den USA kann man nicht so viel basteln. Und diese sind dort auf der Seite, die zeige ich dir sofort. So, wie gesagt, die Webseite ist die Workup Advisor, wo es Advisors gibt, wie gesagt. Da bin ich, Andrea Ungo. Und ich habe zwei Programme hier. Eines ist ganz neu, das ist jetzt seit 1,5 Monaten ungefähr und ist im Moment schon 18% im Plus. Also, okay, 2 Monate sind nicht viel, 1,5 Monate. Es arbeitet auf einem Konto von 30.000 Dollar. Okay? Ich habe belangt, dass das Konto nicht zu klein wäre. Normalerweise lieben die Leute 10.000 Dollar Accounts, aber mit 10.000 Dollar hat man natürlich ein Problem dann mit Drawdowns und mehrere Sachen. Ich meine, man kann nicht so gut arbeiten. Ich werde vermutlich ein Programm starten, wenn alles klappt, auf 10.000 Dollar, auch mit Micro-ES. Also dort kann man schon ein bisschen darüber denken. Aber im Moment, mit normalen Futures, sagen wir, habe ich mich nicht rund 30.000 erlaubt. Aber im Moment, in 1,5 Monaten, verdient es schon 5.600 Dollar. Aber was in dem Fall wichtiger ist, dass es gibt natürlich hier oder generell Advisors. Ich weiß nicht, warum Sie das in My Advisors gestellt haben. Da ist die ganze Liste von den Leuten, die hier ein Konto haben. Meine Internetverbindung ist furchtbar und die Website ist auch ziemlich langsam. Okay, hier, diese sind zwei neue. Also diese Performance muss man nicht so viel zu seriös nehmen. Ich hoffe, die werden so gut sein. Aber da findet man Petra, die ist auch eine von meinen Studenten,
die hat in 2018, no, 19, sorry, 18, sorry, 18 die World Cup Advisor Training Championships gewonnen, zeige ich dir nachher. Larry Williams, das, den kennst du sicher, und da bin ich. Also, am Moment, das ist das Programm, was ich im November 2018 gestartet hatte. Wenn ich in China war, habe ich dieses East-West-Programm zusammengebastelt mit Mindest-S&P 500 und Hang Seng Future, also East-West, wie gesagt. Und das Programm hat soweit gut funktioniert. In knapp mehr als ein Jahr hat es 92% verdient. Und das ist schon nett von allen Gebühren und Kosten. Und diese Performances sind kontrolliert von offiziellen Controllers. Also, das ist eine Evidenz, in 15 Monaten 92%. Ähnliche Performance gibt es hier auch, obwohl ein bisschen länger. Das bedeutet nicht, dass ich besser bin, es bedeutet nur, dass es momentan besser funktioniert hat. Man kann die Reports auch sehen, wenn das Programm nicht zu neu ist, und das zeigt Monat per Monat, wie es war. Am Anfang war es problematisch, im Dezember hat es verloren, es passiert immer, aber dann hat 2019 sicher gut geklappt, das Jahr allein 92%. Also das ist die Antwort zu jenen, die vielleicht nicht auf dem deutschen Kanal, aber irgendwo gesagt habe, du hast 26% verdient und S&P hat über 30 oder so. Ja, okay, aber hier habe ich 92% verdient, also und mit 30.000, auch in dem Fall $30.000. Ganz andere Geschichte. Das bedeutet nicht, dass ich immer 92% verdienen werde, absolut nicht, aber es bedeutet, dass ich offensichtlich erfolgreich war und auch auf kleinere, wurde ich jetzt klein, 30.000 nicht klein nehmen, aber kleinere Konten hatte ich auch mehr als auf meinem größeren Konto verdient. Hier ist es. Und da kannst du natürlich andere sehen. Die Petra, die ich vorher genannt habe, die findest du hier auch auf den Standings von der World Cup Trading Championships und die hat, wie gesagt, in 2018 gewonnen und sie war mein Student. Und auch hier, Stefano Serafini 2017, der war auch mein Student, er ist immer noch Student, okay, aber der hat auch nach dem Studium in meinem Programm die Weltmeisterschaft gewonnen mit 217% und Petra mit 257%. Ich werde mit Petra dieses Jahr, hier ist es, in New York sein, nächsten Monat im März, zusammen mit Larry Williams, den kennt jeder, glaube ich, Petra, wie gesagt, und auch mein Freund hier, Michael Huch, der hat auch die Weltmeisterschaft zweimal gewonnen in Futures und dann einmal in Aktien, glaube ich. Und die, das ist das Event hier in New York, Meet the World Cup Trading Champions. Es gibt auch einen Livestream, da kannst du vielleicht, das kannst du auch von zu Hause sehen, was wir da erzählen. Und es gibt so einige Interviews, um zu wissen, wie wir arbeiten und warum wir erfolgreich sind und auch langfristig erfolgreich sind. Hier in New York zusammen mit Trading-Legende Larry Williams und mein Student, sicher eine sehr gute Petra und Michael Cook, ein anderer World Cup Trading Champion. Also wie gesagt, World Cup Advisor zeigt dir, dass ich auch in den letzten Zeiten erfolgreich war und wie genau. Und wenn du hier abonnierst, kannst du da auch die Trade-Liste sehen, die Closed Trades sind alle drin. Also du kannst, wenn du neugierig bist, alles sehen, was hier passiert ist. So, also hast gesehen, das hat nicht so schlecht geklappt. Und nicht nur für mich, es gibt auch andere Leute, die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass es funktionieren kann. Die Beispiele, die ich gezeigt habe, bedeuten nicht, dass unbedingt dass jeder, der bei mir lernen wird, wird dann ein World Cup Champion oder wird erfolgreich sein. Man muss lernen, man muss hart arbeiten. Das ist die Tatsache, die ich immer sage. Es gibt kein Märchen, wo man einfach von heute bis morgen reich wird. Aber jetzt zurück zu den Themen. Das zweite Thema ist zum ersten natürlich verwundert und das ist ein bisschen, das tut immer ein bisschen weh, das Thema hier. Und das Thema ist mit mir verbunden. Und ist, was du siehst hier, okay? Die Frage, die kommt, ist, du, der Andrea, der sollte so viel Geld verdienen, aber hast du seine Videos gesehen? Wo sitzt er? Was hat er da? Es ist zwei, okay, das ist vielleicht nicht alte Bildschirme, einige Zeichnungen von seiner Tochter,
Das erste Mal in 2011, glaube ich, habe ich einige Leute hier getroffen, die sollten zu einem Workshop kommen in Rom. Und die haben mich persönlich getroffen vor dem Workshop. Und sie haben dann mich gesehen, auf einem alten Fiat Marea wegzufahren. Und die haben auch gedacht, eine alte Fiat Marea fahrt er. Warum hat er keine, ich meine nicht eine Ferrari, aber warum hat er keine schöne Wagen? Ne? Heute habe ich eine BMW, okay, das ist nur, ich musste den Wagen ändern. Ich habe die Fiat Marea immer noch, aber die nutzt jetzt meine Frau. Sie arbeitet hier 3 Kilometer entfernt. Aber das Thema war, warum hat er nicht Luxus in seinem Leben? Die Antwort ist wirklich einfach. Die Antwort ist, dass ich das nicht brauche. Ich brauche das nicht. Es interessiert mich in der Tat nicht. Ich lebe nicht schlecht. Ich liebe zum Beispiel in Urlaub First Class fliegen. Ich, meine Familie, das kann ich mir erlauben. Das zeige ich nicht. Ich nehme mich nicht auf dem First Class Dubai Flight und diese Sache. Das mache ich nicht. Ist das wirklich so interessant? Wäre das wirklich so interessant? Ich könnte Videos auf einer Lamborghini, die ich mieten würde, aufnehmen. Ich könnte auch in Dubai sitzen und sagen, ich wohne hier und alle diese Sachen. Damit ich vermutlich neue Kunden bekomme. Alle Leute, die jenes Luxusleben lieben oder traumen und die bei mir dann lernen wollen, damit sie auch so werden können. Das wäre nicht mehr ich. Ich will mich zeigen, wie ich bin. Ich habe Geld verdient, das stimmt. Ich habe Geld verdient, aber das Geld nutze ich anders. Nicht für, ich wohne hier, es ist gemütlich. Die Bilder von meiner Tochter liebe ich, die lasse ich hier. Und ich brauche nicht 10 Bildschirme zu handeln. Bis diese Bildschirme funktionieren, gibt es keinen Grund, wie ich die wechseln sollte. Das verstehe ich wirklich nicht. Wenn einmal etwas kaputt geht, dann werde ich das ändern. Vergiss eine Sache nicht. Ich muss dir und alle zeigen, wie du Geld verdienen kannst, nicht wie du Geld ausgeben sollst. Da wäre ich ein schlechter Lehrer, vielleicht oder vielleicht nicht. Aber die Wichtigkeit ist, verdien dann dein Geld. Ja, und ich habe es dir gezeigt, wenn du das glauben willst, oder ist das ein anderes Thema. Verdienen auch seine Studentengeld, ja, auch gezeigt. Alle, nein, alle nicht, das ist unmöglich, aber im Prinzip funktioniert es. Dass ich jetzt nicht hier mit einer 1000-Euro-Krawatte sitze und nicht von meinem Yacht die Videos aufnehme, das ist ein ganz anderes Thema, aber der Kerl wäre nicht mehr ich. Und ich hoffe, du wirst hier sitzen und lernen von Andrea und nicht von einem Fake oder so. Nun, beziehungsweise die Leute, die mich auf der Fiat Marea jemals gesehen hatten, die kooperieren mit mir heute, die haben mich kennengelernt und die trauen jetzt alles, was ich mache. Aber okay. Dann, das dritte Thema ist auch nochmal mit verdient Algo und so weiter verbunden. Aber das hängt an einem Konzept von Algo, was total nicht falsch, aber verwirrend ist. Manche Leute glauben, dass Algo eine irgendwie komplexe Mathematikformel ist, die alles in den Märkten verstehen soll. Und das Thema ist dann, diese Formel, dieses Algo wird dann langsam alt. Das bedeutet, die Effizienz von der Formel selbst, die Ineffizienz in den Märkten zu finden, die geht langsam weg, weil es geht vorbei einfach. Und es wird also morgen nicht mehr funktionieren. Also das ist so, das Algo-Trading als ein Algo zu identifizieren. Etwas, Algorithmik, was in den Märkten arbeitet und versteht, studiert. Das ist wohl ein Teil von Algo-Trading. Was kann ich sagen, heute, in 2020, funktioniert überhaupt noch nicht so gut. Dieses Machine Learning und so weiter, es gibt viele, die sich darüber beschäftigen, aber viele, die erfolgreich sind, würde ich sagen, nein. Es funktioniert heute leider noch nicht, wie man hoffen würde. Also es ist nur ein kleines Teil. Mein Algo-Trading, und was auch das meiste Algo-Trading ist nur, dass du als Mensch Regeln zusammenbaust, eine Strategie herzustellen. Und diese Strategie arbeitet dann für dich. Automatisch, allein.
Du musst nicht klicken und so weiter. Du hast alle Regeln, deine Regeln schon zusammengebaut und diese arbeiten dann für dich. Es wäre wie wenn du im Markt arbeitest. Du mit deinem Hirn, du als Mensch, du mit deinen Entscheidungen. Die sind nur in einem Code geschrieben, kodiert. Das ist mein Argo-Training. Diese Regeln richtig zusammenzustellen, diese Regeln zu finden, zu verstehen, wie sie zusammenhängen, das ist ein ganz anderes Geschäft, was ich mache, wo ich studiere, wo ich meine Erfahrung zur Verfügung stelle. Aber das ist nicht, dass die Maschine schlauer ist als dir. Die Maschine ist schneller, vorsichtiger, vermutlich, und funktioniert besser. Also, zum Rechnen ist Computer normalerweise besser als ein Human Being, wie die Amerikaner sagen. Aber es ist keine geheime Formel, die in den Märkten etwas entdeckt. Nein, es bist du. Du mit deinem Wissen, du mit deiner Erfahrung, die Regeln zusammenbaust und diese arbeiten dann für dich. Es gibt also eine ganze Menge von Algo-Skripts, die draußen arbeiten. Die ganze Menge sind die unterschiedlichen Ideen, die unterschiedliche Trader zusammengebaut haben. Und das ist das größte Teil von Algo. Und aus dieser Sicht wird das immer funktionieren. Weil wenn morgen etwas nicht mehr funktioniert, weil eine bestimmte Ineffizienz in einem Markt vorbei ist, nicht mehr klappt, nicht mehr da ist, weil es so viele Mitspieler gibt und so weiter, kein Problem. Jemand, hoffentlich du, wird eine neue Idee entwickeln, die am Morgen dort funktionieren wird. Das ist Algo. Algo ist, du triffst deine Entscheidungen vor dem Handel, wenn der Markt noch zu ist, und baust die zusammen und dann lass die Maschine die schmutzige Arbeit. Okay? Es ist nicht so kompliziert. Also keine komplexe Mathematik. Die Regeln sind einfache Regeln. Es gibt mehrere, die zusammenkommen, mehrere, die zusammenarbeiten. Und diese richtig zusammenzustellen und entdecken, wie man die zusammenstellt, das ist ein Thema, was natürlich nicht komplett einfach ist, aber auch nicht so kompliziert. Also kein NASA-Scientist braucht man hier, nein. Man braucht nur Arbeit, Studium und man kann hinkommen. Das waren die drei Themen, die ich heute beantworten wollte. Wenn du schon abonniert hast, dann okay, das weißt du schon. Wann noch nicht, bitte abonniere. Neue Kommentare kommen sicher. Und ich werde die auch dann nochmal kommentieren, also dann wirst du sofort wissen, wenn etwas Neues kommt. Ich bitte dich auch, wenn du etwas dazu addieren willst oder wenn du nicht einverstanden bist mit einer von den Sachen, die ich erzählt habe, bitte kommentiere, sag es ruhig. Ich werde versuchen, alles zu lesen, ich bin immer neugierig. Und da jetzt so viele Leute dabei sind, bin ich auch ein bisschen gespannt, was kommen wird. Übrigens, weißt du vielleicht schon, mein E-Book gratis, erfolgreich traden, so geht's, kannst du bei der tradingweltmeister.de Webseite runterladen. Wäre auch interessant. Das ist der alte, junge Andrea, der am Anfang war. Kannst du etwas lesen? Okay, ich warte auf deine Kommentare. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Sicher werden neue interessante Themen rauskommen und die werde ich vermutlich so schnell wie möglich auch hier nochmal kommentieren. Ciao von Andrea Unger, ciao, bis nächstes Mal, ciao aus Italien.